Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir haben mal heute wieder ein Schweinefilet am Start. Wir nennen es Schweinefilet Dijon. Warum, werdet ihr gleich sehen. Und auch der Ablauf des Videos, wie es sonst geht, ist ganz anders. Wir fangen nämlich heute mal mit der Beilage an. Aber schaut es euch selbst an. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Als Beilage soll es heute einen Bohnen-Kartoffelsalat geben mit Pesto. Was wir dafür benötigen, sind einmal Kartoffeln. Die werden wir als Pellkartoffeln kochen. Ins Kochwasser kommt unter anderem 2 Lorbeerblätter. Dann wird etwas Essig folgen. Wir brauchen für den Salat Bohnen, ist klar. Cocktailtomaten. Fürs Pesto brauchen wir Basilikum, Knoblauch, Pinienkerne, ein paar Walnusskerne, Olivenöl und hier um die Ecke ist das Salz. Ja, wir zeigen euch gleich, wie es dann weitergeht. Unsere Kartoffeln dürfen nun gar kochen, und zwar leicht gesalzenes Wasser, 2 Lorbeerblätter und 1 Esslöffel Aceto Balsamico, also weißen Essig, habe ich reingegeben ins Wasser. Ich denke, die können jetzt 15 bis 20 Minuten kochen, bis sie schön al dente sind. Dann werden sie beiseite gezogen, aus dem Wasser, Bad genommen und abgeschreckt kalt, damit sie so schnell wie möglich kalt werden. Als nächstes werde ich unsere Bohnen vorbereiten, waschen, halt die Enden entfernen, eventuell noch ein bisschen klein schneiden, und auch die werden in Salzwasser gekocht, ungefähr 12 Minuten. Für unser Pesto habe ich hier Basilikumblätter, Knoblauch, Salz, grobes Meersalz, Walnusskernhälften, Pinienkerne, da kommen aber noch welche dazu, da habe ich jetzt nur ein paar drüber gestreut, und 6 Löffel Olivenöl in einen Becher getan. Das Ganze wird jetzt püriert. Wie gesagt, die restlichen Pinienkerne, 50 Gramm, die kommen noch dazu. Und dann sehen wir weiter. So sieht nun unser fertig püriertes Pesto aus. Ist eventuell schon ein bisschen zu fein püriert. Aber ich denke, das kann jeder selber machen, wie er es mag. Ich habe leider ein bisschen zu dolle drauf gedrückt. Es hätte ein bisschen stückiger noch sein können. Aber nun ist es fertig. Ich kann es nicht ändern. Hier habe ich nun unser Dressing für den Salat zusammengerührt. Und zwar 3 Esslöffel von dem Pesto ohne Käse. 3 Esslöffel Balsamico Bianco, also weißen Essig. 4 Esslöffel Olivenöl. Und ein bisschen Salz. Das Ganze habe ich schön geschüttelt. Ach, 3 Esslöffel Wasser habe ich noch dazu getan, damit es ein bisschen flüssiger wird. Ja, und diese Marinade geben wir nun auf unsere Kartoffeln, Tomaten und Bohnen. Nun kommt unser Dressing über die Salatzutaten. Ihr seht, ich wollte eigentlich die Pelle dran lassen bei den Kartoffeln. Das ist mir nur teilweise geglückt, weil die war so weich und weiß ich auch nicht. Die ist dann halt einfach abgeflutscht. Aber egal. So, unser Dressing kommt jetzt drüber. Das Ganze hebe ich unter und somit ist unser Salat fertig. Eventuell können wir noch ein bisschen Basilikum als Deko dran machen. Ich denke, da bist du eher abgeneigt, nehme ich an, wenn ich so. Ja, wir können es aber auch sein lassen. Genau. Das Ganze wird untergemengt und wir haben eine richtig schöne Beilage. So. Hier nun unsere Zutaten für die Dijon-Senf-Kruste. Und zwar haben wir hier einmal, ich zeige mit dem Finger drauf, einmal den groben Dijon-Senf und einmal den feinen. Das sind insgesamt 120 Gramm. 120 Gramm weiche Butter. Dann haben wir
2 Knoblauchzehen. Genau, ich wäre jetzt nach hinten geschwenkt. Wir brauchen Pankomehl, ungefähr 80 Gramm. Gewürzt wird mit Pfeffer und Salz und es kommt etwas Estragon rein. Estragon habe ich jetzt nicht mehr frisch, sondern schon eingelegt mit Öl. Ich denke, das tut dem Ganzen aber auch nicht schaden. Genau. So, damit reiben wir dann unser Schweinefilet ein. Oder besser gesagt, wir verarbeiten erstmal den Aufstrich, ne? Genau, ja, na, diese Marinade, ich weiß nicht, ob es Marinade ist. Auf jeden Fall wird es ja eine Auflage. Das heißt, wir werden das Ganze irgendwie, wenn wir es zusammengerührt haben, auf Frischhaltefolie streichen, beiseite legen. Und dann ist Helmut erstmal am Grill im Gange. Genau, und dann, ja, sehen wir uns wieder. Ja, ihr Lieben, alle Zutaten sind nun in einer größeren Schüssel gelandet. Nehmt gleich eine größere Schüssel, nicht so wie ich. Ich habe mich so verschätzt mit dem Paniermehl oder Pankomehl, welche Menge das ist. Wobei, wir haben keine 80 Gramm genommen, wir haben jetzt ungefähr 70 Gramm genommen. Weil unser Pankomehl ist alle. Aber ich denke, 70 Gramm. Aber ich denke, das reicht auch, denn ja, es ist eine feste. Ich hätte jetzt bald Pampe gesagt. Entschuldigung. Masse. Okay, ja, das Ganze ist vermengt, denke ich mir mal. Ich werde noch ein bisschen Salz und Pfeffer reingeben. Ich denke, das reicht auch schon, weil du Salz und Pfeffer hast ja das Filet. Ja, das sollte reichen. So. Das Ganze gebe ich nochmal runter. Und dann kann das Ganze auch schon auf die Frischhaltefolie gebracht werden. Das machen wir jetzt gleich. Genau. So. So sieht mein Ergebnis aus. Ich bin sehr stolz auf mich. Es hat irgendwie hingehauen, aber Leute, es klebt wie so ein ganz klebriger Keksteig. So. Ich weiß auch nicht. Es ist eine schmierige Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob es zu dick ist. Das werden wir nachher sehen. Jetzt kommt das erstmal in die Kühlung. Und dann geht es weiter. So, Freunde. Unser Schweinefilet haben wir jetzt rundherum gesalzen und gepfeffert. Und das braten wir jetzt ganz scharf oder grillen es ganz scharf von jeder Seite an. Und wenn wir dann soweit sind, melden wir uns wieder. So, nun kommt. Oh, jetzt kommt's. Mal sehen, ob es funktioniert. Die Stunde der Wahrheit. Genau. Wir haben das Filet jetzt rundherum scharf angegrillt. Ich bapp das eigentlich einfach drum, ne? Also, weiß das ich nicht. Sieht doch gut aus. Ja, mal gucken. Hm? Ich sag ja, das ist wie ein schmieriger Keksteig. Ja, jetzt ist es fast eingehüllt. Ab auf den Grill, wird schon was werden. Genau. Ich lege es jetzt in die indirekte Zone, so bei 170, 180 Grad. Gar ziehen wollen wir es so bis 65 Grad Kerntemperatur und dann melden wir uns wieder. So, Freunde, wir haben jetzt 65 Grad Kerntemperatur erreicht. Wir lassen das gute Stück jetzt noch 5 Minuten liegen. Ja, dann werden wir es versuchen, irgendwie runterzukriegen, heile. Und dann wird auch schon serviert. So, wir versuchen es mal mit dem klassischen Mittelanschnitt. Das wird aber nichts mit dieser Kruste. Sag es dir, die ist doof. Ja, das hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe mir die echt so vorgestellt, dass sie richtig schön drauf bappt und gut gewesen. Na gut. Fleisch ist auf jeden Fall super. Ja, mal sehen, die Kruste wird auch schmecken. Zumindest das, was abgefallen ist bis dato und ich mir in den Mund gesteckt habe, hat super geschmeckt. ja, eventuell schwenke ich hier nochmal rüber zu unserem Salat. Wir haben hier noch Pinienkerne und Walnusskerne etwas angeröstet und mit untergemengt. Ja, jetzt gibt es das Tellerbild und wir essen jetzt einfach. Und das Fazit gibt es dann ein wenig später. Ja, kurzes Fazit. Leider nicht so geworden, wie wir es uns gedacht haben. Geschmacklich 1A, allerdings die Kruste.
Die Kruste war eher ein Belag, nicht so krustig wie, wir haben ja vor ein paar Wochen das Straußenfilet mit einer Walnusskruste gemacht, das war richtig schön gut, knusprig auch. Gut, damals mussten wir sagen, hatten wir es im Ofen auf Oberhitze gemacht. So ein Oberhitzending habe ich nicht, brauche ich auch nicht. Am alten Grill hatten wir so einen Backburner, damit wäre es wahrscheinlich gelungen, habe ich aber auch da nie benutzt. Ja, was uns später eingefallen ist, wir hätten so einen einfachen Flambierer genommen, einmal rüber, fertig. Aber nobody's perfect, ist halt nicht in die Hose gegangen, aber wäre schöner gewesen, wenn halt die Kruste eine Kruste gewesen ist, ne? Okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Und wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Netten Kommentar, abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss. Kühnes Kochkanal.